Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Test am Montag, Folge 57. Auch wenn ihr das Video am Dienstag seht, es tut mir leid, ich habe schon eingeschenkt, die Technik wollte aber nicht so, der Speicher war voll und ich werde es aber jetzt nochmal probieren. Auf jeden Fall, es ist es bei Reuter hell ist es heute. Es hat was mit der Technik, wie gesagt, nicht gestimmt. Und ja, ich bin wieder da. YouTube ist ein Hobby und ich möchte das nicht einfach aufgeben. Versetzt euch in meine Lage. Aber gut, da können wir gerne in die Kommentare diskutieren. Und bei dem Bayreuther Hell, wie gesagt, mit der Technik hat was nicht funktioniert. Auf jeden Fall beim Bayreuther Hell, da war der Schaum vorher schön da und die Farbe ist schön. Und jetzt probieren wir es mal. Ich gehe nach dem Geruch und nach dem Geschmack. 1 bis 10 gehen die Punkte. Und ihr seht es wahrscheinlich am Dienstag, also heute am Dienstag, weil das Internet nach wie vor langsam ist. So. Der Geruch ist schon mal gut. Und ich würde sagen, jetzt probieren wir es. Ja, es ist schön würzig. Hm? Ich gebe jetzt mal 9 von 10 Punkte. Ich kann es euch zwar empfehlen, aber 9 von 10 Punkte sind es. Und das mit dem Aufhören, jetzt nochmal zurück zum Aufhören wollen. Ich habe gesagt, ich höre für immer auf. Und ich mache auch nicht mehr weiter und so. Aber YouTube ist einfach mein Hobby. Versetzt euch in meine Lage. Ihr, stellt euch einmal vor, ihr habt so ein Hobby. Zum Beispiel singen, Karaoke singen. Und plötzlich kommt was Privates dazwischen. Und dann seid ihr so sauer, dass ihr sagt, ihr hört auf damit. Es bringt ja eh nichts mehr und... Jetzt lassen wir es gut sein, für immer und ewig. Und ihr macht es dann trotzdem nach einer Weile weiter mit eurem Hobby. Und so ist es bei mir mit YouTube. Ich werde zwar mehr in TikTok aktiv sein und hier in YouTube nur gelegentlich, wenn ich Zeit habe, was machen. Und wenn ich was ankündige, dann nur das, was ich auch einhalten kann. Na? Das habe ich irgendjemandem versprochen. Ich weiß es bloß nicht mehr wem. Aber ich werde mich daran halten. Wenn ich was in die Community schreibe, dann ist es so und dann halte ich das auch ein. Na? Und das Test am Montag habe ich auch in die Community reingeschrieben. Das seht ihr wahrscheinlich am Dienstag, weil das Internet langsam ist und darum bitte ich da eben um Verständnis. Na? Der Olaf Mannetke hat zwar gemeint, ich soll YouTube nicht mehr machen, weil ich dann weder in YouTube noch außerhalb von YouTube keine Ruhe mehr habe. Ich verstehe nicht, wieso man im Internet drohen muss, bloß weil man anonym ist. Ich verstehe das nicht. Naja. Auf jeden Fall 9 von 10 Punkte. Auf jeden Fall 9 von 10 Punkte. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mal einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich wie immer abonnieren. Beim Abonnieren gibt es eine Glocke, wenn ihr da draufklickt, verpasst ihr die neuesten Videos nicht. Meine Social Media Sachen stehen im Bild. Ich habe mich in TikTok übrigens umbenannt, aber das seht ihr ja im Bild. Und ich verlinke euch die ganzen Social Media Sachen in der Videobeschreibung. Genauso wie da, wo man mir Post hinschicken kann. Ich habe zwar schon ewig kein Post mehr bekommen, aber ich freue mich natürlich immer, wenn eine Post kommt. Und nach den 2 Wochen Pause
bekomme ich ein neues Handy. Ich habe das Handy heute schon gesehen bei meiner Mutter und ja. Ansonsten war es das auch schon. Ihr könnt mal auch den ein oder anderen Kommentar lassen, da lassen und vielleicht schreibe ich ein bisschen mit. Ansonsten habe die Ehre. Wir sehen uns.